Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten kleinen Tutorial der Visual Studio C Sharp Serie. Ich muss mir echt mal einen anderen Titel einfallen lassen. Das kann man ja fast gar nicht aussprechen. Okay, egal. Und zwar geht es darum, dass man oder dass ihr es schaffen könnt, mal alle Dateien und/oder Ordner in einem bestimmten Dateipfad euch anzeigen zu lassen. Jetzt habe ich hier oben einfach mal ein Label gemacht, das ist jetzt nicht weiter spannend. Das ist ein einfacher Button und das ist einfach eine Listbox. So, wie funktioniert das Ganze? Und zwar braucht ihr als erstes hier oben dieses System.io. Das könnt ihr euch merken, braucht ihr immer, wenn ihr irgendwie Dateien oder Dateipfade oder sowas angreifen wollt oder bearbeiten wollt. Braucht ihr das immer. Gut, was passiert, wenn ich den Button klicke? Hier erstelle ich einen Folder-Browser-Dialog rein virtuell. Also der ist halt nicht da. Theoretisch könnte ich mir den auch hier raussuchen, reinziehen. Brauche ich aber nicht, den kann man auch hier so deklarieren. So, dann, wenn quasi der Dialog geöffnet wird und das Ergebnis okay ist, also ich einen Pfad ausgewählt habe, dann soll er als erstes mal alle Elemente aus der Listbox rausnehmen, also entfernen. Dann brauche ich ein String-Array für die Dateien. Die Dateien tue ich so anzeigen mit getFiles, also wie gib mir die Dateien aus und dann hier natürlich der ausgewählte Dateipfad. Dasselbe mache ich mit dem Ordner, nur da heißt es get Directories. So, dann habe ich schon mal alle hier in diesem Array drin. Also quasi jedes Element oder jeder Ordner oder jede Datei ist quasi ein Element in diesem Array. Jetzt möchte ich das Ganze natürlich auch ausgeben. Dazu benutze ich die for-each-Schleife. Und zwar möchte ich hier einen String haben in. Also von diesem Array, also quasi für jeden String in diesem Array. So, das einmal durchlaufen soll er das der Listbox hinzufügen. Jetzt lb1 wird die Listbox items.add und dann quasi diesen String hinzufügen. Das gleiche ist mit Ordnern. So, wir werden allerdings jetzt noch auf eine kleine Unschönheit stoßen, aber das seht ihr gleich. So, starten wir das Ganze mal. Ich wähle den Ordner alt aus. Und ihr könnt jetzt sehen, ich habe hier ein paar Dateien drin, XML und dann noch ein paar Ordner. So. Sieht natürlich so an sich nicht schön aus, weil man auch immer diesen Dateipfad hat. Wenn ich das nicht möchte, dass mir das hier vorne angezeigt wird, dann tippe ich hier einfach ein path.getFileName. Dann natürlich wieder das S und noch die zweite Klammer nicht vergessen. Ich mache es jetzt erstmal nur hier für die Items. So, nur damit ihr das sehen könnt. Wir wählen wieder Alt aus. Und jetzt seht ihr, werden schon mal die Dateien ohne diesen Dateipfad angezeigt. So. Das gleiche macht man hier auch. Bin ich mir noch nicht mehr ganz sicher. Ich muss das mal kurz ausprobieren, das so war. Ne, das war genau falsch. Also muss ich hier wahrscheinlich auch dasselbe machen. Get File Name. Genau, so muss man es machen. Dann habe ich nur die Ordnerbezeichnungen. So, ich schreibe das hier nochmal hin, weil. Oder wir können es ja auch parallel machen, das stört ja nicht. Punkt add, also nur den String. Dann machen wir nochmal auf Play. Dann seht ihr, also, wenn ich quasi das hier nur lb1 items.add mache, dann tut er mir den kompletten Dateipfad anzeigen. Und wenn ich aber nur die Datei mit Endung möchte, dann muss ich getFileName dazu machen. So. War ein kleines, aber feines Video. Ja, viel Spaß beim Rumexperimentieren. Vielleicht könnt ihr das in irgendeiner Form gebrauchen, um euch Ordner oder Dateien einfach anzeigen zu lassen. Ja, ich finde das ganz nett und ich muss auch hier wieder sagen, danke, dass es jemanden gibt, der das auch schon mal in anderer Form erklärt hat. Und ich hoffe, dass das jetzt für alle, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, hilft, ja, das mit einzubinden. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.